Oh, das müsste schon geklappt haben, liebe Wiebke. Ich glaube, wir sind schon live. Ich überprüfe das aber mal. Ja, ich denke schon. Also ich habe es hier angezeigt, jedenfalls schon mal. Wer ja Guck sonst nochmal. nicht kann. Wobei ich das auch so mit dir genieße. Wir sind live. Ihr Lieben, herzlich willkommen am Donnerstagmorgen. Ihr seht mich wieder strahlend. Das hat natürlich wieder einen Grund, weil heute Morgen kann ich echt mal sagen, I'm flipping completely aus. So stolz und so dankbar, dass ich euch heute diese wundervolle Frau vorstellen darf, die nämlich einen großen Einfluss auf meine Entwicklung der letzten ja, fast 3 Jahre hat, was tatsächlich mein Ausleben meiner Spiritualität angeht. Und ich bin so stolz, weil ich weiß gar nicht, ob sie das so oft macht, dass sie so. Tatsächlich gar nicht so im Moment, genau. Aber als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, klar, irgendwie war das sofort so diese Wellenlänge. Und ich liebe auch deine Energie. Ich liebe all das, was du jetzt so machst. Und für mich ist das auch immer schön, so zu beobachten, ne, was sich daraus so ergibt und was die Menschen so machen, die bei mir auch waren. Und bei dir finde ich es immer ganz, ganz besonders schön, weil du auch immer so ein strahlender Mensch bist. Das Ja. freut mich, aber jetzt genießt du mal deine Vorstellung, denn aber das mache ich zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte nämlich heute hier auch unser Live nutzen, um mal wirklich von ganzem Herzen Danke zu sagen, denn das, was deine Arbeit ja tatsächlich ausstrahlt, wie viele Menschen sie erreicht, obwohl du gar nicht live dabei bist, aber da kommen wir später zu. Jetzt möchte ich dich erstmal vorstellen. Denn die, die mich länger verfolgen, ihr habt den Namen vor allen Dingen, wenn wir im 1:1 sind oder in Kursen oder in den Specials, habt ihr schon so viel von ihr gehört, ihr habt schon so viel von ihr gesehen, ja, und es hat schon so viel auch beigetragen in eurem Leben. Es ist nämlich die wundervolle Wiebke Gottschalk, die ich hier heute interviewen darf. Und ich habe mich riesig darauf gefreut, dass es ja jetzt Anfang neues Jahr klappt. Und liebe Wiebke, ich habe dich gefragt, wie darf ich dich vorstellen? Und du bist sehr bescheiden, sehr bodenständig. Du sagst, sag einfach, wie es ist. Ich bin spiritueller Coach, Reiki-Meisterin und du bist so viel mehr darüber hinaus. Aber das wird wahrscheinlich gleich im Gespräch deutlich. Du bist aber auch verheiratet. Ich glaube, ziemlich glücklich, so wie du strahlst und wie du, ja, wie du deine Energie in die Welt sprühst. Das finde ich, kann man nur drauf schließen. Und hast 2 Kinder auch. Und ich, Genau, wie alt, ja. darf ich dich das fragen? Verrätst du das? Wie alt die Kinder sind? Wie alt du bist? Ich weiß das gar nicht. Ich bin 43. Ist doch noch so schön jung. Liebe, herzlich willkommen hier in meinem Raum. Ich nenne das ja immer alles rosa Wohnzimmer, weil ich möchte, dass jeder, der hier auf die Seite kommt, sich so wohl fühlt, als wäre er zu Hause im Wohnzimmer bei sich. Und bei mir ist halt alles rosa, deswegen heißt das immer rosa Ist Wohnzimmer. schön, ja. Vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst. Super gerne, wirklich. Ich freue mich, mit dir zu plaudern und bin super gerne hier. Ja, vielen Dank für die Einladung von Ja, es dir. fing gerade schon schön an. Ich hatte dir ein schönes Lied eingespielt und wollte uns schon eine Karte ziehen, aber auch gleich dazu mehr. Und du hattest das gleiche Kartenset auch in der Hand. Wie schön. Also wenn du uns gleich eine Karte ziehst, freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir fangen aber einfach mal vorne an. Ich bin ja immer so bei mir. Wenn ich aufgeregt bin, dann blubbert es immer so raus. Liebe Wiebke, du bist tatsächlich nicht dafür verantwortlich, aber du hast mich vor knapp 3 Jahren, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber es war Ja. tatsächlich im Mai 2020, hast du mich eingefangen in deine Energie und mit deinem Charme und ich habe tatsächlich bei dir ziemlich spontan die Ausbildung zum spirituellen Coach begonnen und auch abgeschlossen. Und das hat so viel in meinem Leben verändert, ja, auch damit rauszugehen, weil ich habe ja ursprünglich tatsächlich mal ganz bodenständig Psychologie und noch so ein paar Sachen drumherum studiert, habe an der Berufsschule gearbeitet und habe dann tatsächlich mich getraut, damals, da war es ja noch nicht so wahnsinnig Hype und öffentlich, wie das heute ist, habe mich getraut, das auch zu kommunizieren. Da hattest du einen ganz, ganz großen Beitrag dran. Und
zur Ausbildung erzählen wir vielleicht gleich ein bisschen, weil die nächste startet nämlich schon in kurzer Zeit. Aber mich würde freuen, wenn du hier meinen Zauberladies die Möglichkeit gibst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Vielleicht magst du ein bisschen über dich erzählen, wer du bist und vor allen Dingen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Denn wenn man dich verfolgt in deiner Gruppe, du hast weit über 1000 Mitglieder in deiner wunderschönen Facebook-Gruppe, du bist präsent, konstant in den sozialen Medien und machst wirklich eine ganz wundervolle und so wichtige Arbeit, die so sehr gebraucht wird. Ich bewundere dich immer für deine Konstante. Ja, das ist wirklich, ne, dieses Konstante, das ist das Wichtigste auch. Mhm. Ja. So, jetzt ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist eigentlich auch, das war eigentlich auch ein ganz langer Weg. Also ich komme ja eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich. Ne? Ich bin auch Steuerfachangestellte, habe auch 13 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Und immer nur Zahlen und Fristen und eigentlich ganz anderer Bereich. Und dann hatte ich ja so eine Nahtoderfahrung bei der Geburt meines Sohnes. Und dadurch bin ich wirklich in diese andere Welt gerutscht. Ne? Und dann ging das mit mir auch schnell weiter. Ich hatte zwar schon immer diesen Kontakt mit den Engeln, die ich tatsächlich auch bei der Erfahrung ja sehr, sehr nah bei mir hatte. Und ich habe dann wirklich auch gewusst, mit dieser Erfahrung wird sich jetzt alles verändern. Es wird alles anders werden. Und ich habe bis dahin nie gedacht, dass ich aus diesem Beruf mal rausgehen werde. Und dadurch kam das wirklich, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Reiki-Ausbildung tatsächlich. Und die habe ich dann auch gestartet. Und dann waren gleich die Menschen da. Ne, die waren wirklich auf meiner Liege. Und das hörte einfach nicht mehr auf. Und das war so eine richtige Herzensangelegenheit, das wirklich, was ich auch mit den Engeln schon mein ganzes Leben lang in mir hatte, dann so nach außen zu tragen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann diesen anderen Weg, diesen normalen Weg nicht weitergehen. Ich habe dann wirklich die Stelle reduziert und habe dann auch die Elternzeit tatsächlich genutzt, um das andere aufzubauen. Und dann habe ich einfach gekündigt irgendwann. Ich habe dann einfach gekündigt, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Es ist einfach dieser andere Weg und dieser innere Ruf, ne, der war so laut, einfach dieses andere zu tun. Das hat natürlich im Außen keiner verstanden. Das ist natürlich, glaube ich, auch, was jeder auf diesem Weg hat. Das wird erstmal nicht verstanden. Wie kannst du jetzt deinen sicheren Job aufgeben und da was ganz anderes machen? Und mir war aber von Anfang an klar, es geht gar nicht mehr anders. Und ja, seitdem verfolge ich das wirklich auch kontinuierlich und es hat sich ja immer weiter aufgebaut. Ne? Es kam ja dann auch wirklich die Symbole noch dazu von den Engeln, wo ich dann auch die Ausbildung zum spirituellen Coach, zum Engelmedium, ne, immer weiter aufgebaut habe sozusagen, um das wirklich auch mit den Menschen zu teilen, diese Energiearbeit, weil das so, so wichtig ist, in der neuen Zeit, die jetzt kommt, auch das anzuwenden im Alltag, wirklich immer damit zu sein, immer damit zu arbeiten, um einfach auch eigenverantwortlich für sein Leben zu sein, wirklich was in der Hand zu haben, ohne dass man das Gefühl hat, ich bin abhängig von jemand anderem oder ich muss erst irgendwo hingehen, sondern dass du lernst, selber diese Werkzeuge in dein Leben zu integrieren, ohne dass du jemanden brauchst. Und das ist so, so wichtig, ne? In der Zeit, die jetzt auch kommt. Ne? Gerade auch in diesem Jahr geht es jetzt ja richtig los. Ne? 23 Mars, auch diese Aktivität. Ne? Also wer jetzt auch losgehen will, wer jetzt starten will, es ist so mega von der Energie. Ne? Und ich glaube, es werden auch sehr, sehr viele in den nächsten Jahren noch, ich sage immer nicht gerne erwachen, aber einfach so dieses Gefühl für die Spiritualität kriegen, um sie einfach mit in den Alltag einzubinden. Das ist so wichtig, ne? Und bringt so viel innere Ruhe, so viel inneren Frieden auch rein. Ne? Ja, und so hat sich das halt wirklich dann auch gedreht und seitdem gehe ich diesen Weg auch konsequent, konstant. Und wie du schon gesagt hast, diese Sichtbarkeit, das ist natürlich auch so ein Ding, ne? In der Selbstständigkeit, sich immer wieder selbst dann aufzurappen, ne? weiterzumachen. Und klar habe auch ich mal Phasen, wo ich keine Lust habe oder wo ich sage, oh nee, heute ist so ein Tag, ne, wo es gar nicht geht. Aber trotzdem sich dann hinzusetzen und weiterzumachen. Ich glaube, das ist es, dann eben kleine Schritte zu machen, ne? Und trotzdem weiterzugehen. Und es gibt trotzdem immer Höhen und Tiefen, ne? Auch wenn man die vielleicht dann so von außen nicht so sieht, aber auch bei mir, es ist immer so, wir werden immer diese Höhen und Tiefen haben. Es geht einfach darum, dass die
kleiner werden, du wieder mehr oder schneller aus diesem Loch halt eben rauskommen kannst. Und das kannst du eben mit, ne, mit der Energiearbeit super gut dich selber wieder in die Mitte bringen. Und ja, das ist genau mein Anliegen auch, ne? Dass es jeder eben diese Kraft erkennt und die ist ja auch in jedem von uns. Jeder von uns hat das ja und das eben anzuwenden. Wenn man dich hört, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuschaut oder sich das nachher in der Aufzeichnung anschaut, wird mir recht geben, du versprühst eine unglaubliche Leichtigkeit in deinen Worten, in deinen Erzählungen. Warst du schon immer mit so viel Leichtigkeit gesegnet oder sagst du, bist auch sehr getragen durch deine Erfahrungen damals, die du gemacht hast? Und alles, was seitdem daraus ja auch tatsächlich, wo du eng mit verbunden bist, würdest du sagen, da fließt auch so. Auf jeden Fall, also durch diese Erfahrung ist natürlich alles auch anders geworden und dadurch ist auch meine Sicht auf das Leben anders geworden. Ne? Dadurch nehme ich mir auch mehr Zeit für mich zum Beispiel oder mehr Zeit mit den Kindern, dass ich die, wenn ich die habe, auch bewusst mit denen halt so habe. Ne? Man ist bewusster, man ist wirklich einfach bewusster in allem. Ja, das ist schon so. Wobei auch früher, ich meine, wo ich angefangen habe damit auch, mit dem YouTube-Kanal zum Beispiel, mit den Kartenreadings, ich war nie so ein Mensch, der jetzt sich vor eine Kamera gesetzt hätte. Ganz im Gegenteil. Also wirklich mehr eher so, oh Gott, Hilfe, weg. Und das hat sich halt jetzt dadurch, dass ich das permanent mache, schon total gedreht. Es stört mich jetzt natürlich gar nicht mehr. Und im Gegenteil, ich mache es gerne. Ich arbeite gerne jetzt mit Kamera oder auch Lives, ne? Das war aber, wo ich angefangen habe, ganz, ganz schlimm für mich. Ne? Selbst ein Video hochzuladen, ne? Also ist auch witzig, wenn man das mal auf dem YouTube-Kanal verfolgt. Ne? Die alten Videos, die lasse ich auch immer drin, damit man das auch mal so sieht. Ne? Ich glaube, das ist für jeden schwierig und für jeden gibt es immer wieder Herausforderungen und man muss immer weitergehen. Ne? Wenn du nichts veränderst oder immer da stehen bleibst, es geht immer weiter. Ne? Und es wird ja auch immer welche geben, die sind weiter wie wir wieder oder unter oder fangen gerade erst an. Ne? Und es ist immer alles in Bewegung. Und ich finde das so wichtig, dass man das wirklich nicht sagt, wenn man jetzt anfangen will. Weil ich erlebe das immer wieder, dass die Menschen zu mir sagen, oh, ich brauche ja gar nicht erst anfangen, es gibt ja schon so viele und vergleichen sich dann auch so. Ne? Und das wirklich einfach nicht zu tun, weil jeder seine eigene Einzigartigkeit hat und die muss raus. Also du hast dann irgendeine Sache, auf die jemand wartet da draußen. Und das ist so wichtig, ne? Weil es ist eben nicht das Gleiche. Es ist niemand gleich, ne? Auch wenn man vielleicht so einen gleichen spiritueller Coach gibt es ja mittlerweile wirklich ganz, ganz viele. Aber trotzdem hast du dann vielleicht diese eine Sache, die irgendjemand da draußen braucht. Und das ist so wichtig, dann, wenn man diesen Ruf hat, wie ich eben auch gesagt habe, dem ich dann auch gefolgt bin, dem auch zu folgen, ist so wichtig. Ne? Auch, dass man eben glücklich ist. Es klingt so einfach und in der Umsetzung ist es schwer, ja. Was würdest du sagen im Hinblick darauf, dass ja auch deine nächste Ausbildung startet, für Frauen, die noch überlegen, wäre das was für mich, aber ich habe ja gar kein Interesse als Coach zu arbeiten. Ich persönlich würde ja sagen, dass das dich nicht davon abhalten braucht, diese Ausbildung zu machen. Was würdest du sagen, Sicherheit, wie viel, ich würde mal sagen, inneren Kompass erhält man gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich mit der spirituellen, mit der geistigen Welt auch beginnt zu beschäftigen und sie in ihr Leben zu ziehen? Was würdest du sagen, wie wichtig ist das heute? Ich glaube, dass das immer wichtiger wird tatsächlich, ne? Jetzt in den Zeiten, die jetzt auch so kommen, um sich eben in sich immer wieder auszurichten. Ne? Viele warten auch auf die neue Zeit und warten darauf, dass im Außen was passiert. Aber es wird im Außen nichts passieren, sondern es ist wirklich so zu verstehen, dass wir nach innen gehen und im Innen diese heile Welt für uns selber praktisch kreieren. Dass du sagst, das ist meine Welt, das ist mein Inneres, das ist mein mein Königreich. Ne? Ich sage immer gerne mein Königreich dazu. Und in dem Königreich regierst du halt und du bestimmst da, was da los ist oder eben nicht los ist. Und du bestimmst auch, was von außen reinkommt oder eben nicht. Und sich eben dieser Macht wieder bewusst zu werden, ne? Das ist auch so Teil dieser Ausbildung, dass du einfach weißt, ich, ne?
ich entscheide das. Dass wir wieder diese Macht annehmen, diese Eigenverantwortung. Das ist auch das, was so, so wichtig ist. Die Verantwortung nicht abzugeben, ne? Wie viele das manchmal auch gerne tun. Ja, ich habe eine schlechte Kindheit, ich habe dies, ich habe das. Man kann das immer gerne so darauf schieben. Aber wenn du das machst, dann wirst du nie in die Eigenverantwortung kommen, weil dann hast du ja immer etwas, wo du das abgeben kannst, wo du dich nicht selber drum kümmerst. Und es geht wirklich jetzt gerade in 23 auch darum, die Verantwortung immer mehr zu übernehmen für sich selber und ne, für all das, was in deinem Leben passiert. Wir haben nicht auf alles Einfluss, ganz klar. Aber auf das, was möglich ist, das sollten wir auch selber in die Hand nehmen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Wow. Ja. Ja, so schön. Sag mal, neben all dem, was du machst, bist du ja tatsächlich auch noch Künstlerin, denn du entwirfst ja, und du hast gesagt, es hat sich ergeben, den Rufen, die kamen, immer gefolgt. Du entwirfst unfassbar energetisch hochschwingende Werkzeuge, mit denen wir Coaches so viel Gutes bewegen können. Wie bist du dazu gekommen und wie kann ich mir das als Laie vorstellen, wenn du wieder mit einem neuen Produkt in deiner Insta-Story bist und ich denke, das muss ich haben. Übrigens, ich soll dich unbekannterweise schön von meinem Mann grüßen. Ja, danke. Ich habe gesagt, heute gehe ich mit der Wiebke live und ich habe nämlich zum letzten Weihnachten hier, vielleicht erinnerst du dich. Der ist schön, ne? Den liebe ich auch, ja. Habe ich bekommen, also ich soll dich unbekannterweise schön grüßen. Wie entstehen diese Produkte, liebe Wiebke? Es ist wirklich immer so, tatsächlich, es ist nicht geplant und es ist spontan. Also ich bin ja im Moment auch wieder an einem neuen Kartenset auch dran, schon längere Zeit. Also das dauert manchmal geht das ganz schnell und manchmal dauert es länger. Und dann entsteht das so, ich habe dann wirklich ein Bild und dann ja, setzt man das einfach um oder man versucht es möglichst so umzusetzen, wie ich das halt eben wahrnehme, ne? Ja, die Seelenpartnerherzen sind auch wunderschön. Und das ist halt auch mit dem Hersteller so eine gute Verbindung mittlerweile, dass man auch dann so schön kommunizieren kann. Ist auch wichtig, dass du dann auch auf dem Weg jemanden hast, der das auch umsetzen kann, was du siehst, was du fühlst. Ne? Das dann wirklich zusammenzubringen. Und ja, das macht unheimlich Spaß. Und da habe ich jetzt auch gerade wieder ja, die Werkzeuge für das neue Kartenset praktisch entdeckt. Energetisierst alle deine Produkte, bevor du sie rausschickst. Das heißt, es kommt von dir ein Paket an und ich weiß, dass andere das sehr ähnlich beschreiben wie ich. Das fühlt sich an wie Weihnachten, Geburtstag und Neujahr zusammen. Und man ist sofort verbunden und man ist in einer ganz besonderen Energie, von der ich das Gefühl habe, die ist auch ein Stück weit meine Energie. Ja, genau, klar, die verbinden dich mit deinem eigenen, ja, mit deiner eigenen Seele nochmal anders oder die sind ja für dich energetisiert, das heißt, die wirken auch für dich, ne, in deinem ganzen Energiefeld, ne, und klar, das ist genau das und die sind auch so energetisiert, dass, also ich kriege immer auch für jedes Werkzeug von den Engeln dann so durchgegeben, ja, so ein besonderes Ritual für ein Werkzeug und dann es dauert es auch länger, bis ich das energetisiert habe. Meistens geht das über Wochen. Ne? Wenn ich das dann kreiert habe, dann fängt das schon an, dass ich das energetisiere. Und das ist das, was man dann eben auch spürt. Ne? Und dass die eben auch keine Fremdenergien aufnehmen. Also du musst die auch nicht reinigen. Die sind wirklich so auch, dass du die jedem in die Hand drücken kannst. Das finde ich immer wichtig, wenn du auch Kunden bei dir hast, dass du mal sagen kannst, hier, nimm das mal in die Hand. Ne? Und ohne dass du dann wieder das Gefühl hast, ich muss das jetzt wieder reinigen, wenn ich das jetzt dem Nächsten in die Hand drücke. Das finde ich immer ganz wichtig. Und gerade auch bei der Arbeit auf der Liege, ne, mit den Pyramiden vielleicht, dass man die unten drunter stellt, ne, zu dem Chakrenausgleich oder so. Ja, das spürt man eben. Ja, es ist wirklich eine Kreation von den Engeln und mir. Also es ist, ne, es ist einfach so geführt. Ja.
Wunderschön. Nachher auch noch meinen nächsten Reiki-Teil bei dir, ne? Steht ja auch noch auf dem Programm. Schau mal, jetzt hast du eben für uns beide schon eine Karte gezogen. Jetzt habe ich Nase die wieder weggeräumt. Du hattest gesagt, wirklich die Warte mal, höchste habe ich sie denn jetzt? Hier. hast du heute Das für war uns. der regenbogenfarbene Strahl der Elohim, genau. Und Ach das war ja, genau. die höchst schwingendste Karte im ganzen Set, habe ich für uns gezogen. Ne? Also das fand ich jetzt wieder echt krass. Ja, weil der regenbogenfarbene Strahl der Elohim eben der transformativste ist. Ja. Ich würde mir wünschen, du hast gesagt, ich darf mir das wünschen, wenn du vielleicht dieses Kartenset, wo die her sind, weil das ist gerade auch mein absolutes Lieblingsset, obwohl ich einige von dir habe, das ist aber gerade so, es ist immer mal was anderes, ne? Was einen dann wieder eine Zeit lang so in diesen besonderen Bann zieht. Magst du das vielleicht mal kurz vorstellen und würdest du hier für meine Zauberladies eine Karte ziehen, jetzt für die kommende Zeit? Also was Ja, wirklich. super gerne, auch gerne mit dem Ja. Set. Also das Set ist ja auch ein wirklich besonderes und ich habe jetzt auch gar nicht den Würfel dafür hier und die Pyramide habe ich auch nicht da. Ich ziehe die Karten meistens intuitiv. Zu dem Set gibt es aber auch einen Würfel mit 12 Seiten und dann kann man praktisch auch sich eine Karte würfeln. Und deswegen stehen ja auch immer die kleinen Zahlen hier drauf. Ne? Da kannst du dann genau gucken. Die sind aufgeteilt in aufgestiegene Meister, in Erzengel und in Elohim-Strahlen. Und dann kannst du dir, und immer 12 Karten, also 36 Karten, und du kannst dir dann jeweils immer einen aufgestiegenen Meister, einen Erzengel oder einen Elohim-Strahl würfeln oder eben intuitiv ziehen. Und wie gesagt, ich arbeite meistens intuitiv, aber das war wirklich so gedacht für die Menschen, die da nicht so den Einstieg finden können oder sagen, ich mische die Karten und ich weiß jetzt gar nicht, wann muss ich denn aufhören oder so. Und dafür ist eben dieser Würfel ganz hilfreich. Und ich ziehe uns jetzt aber mal eine intuitiv für uns. Ja, und ich habe auch den Würfel hier in deinem Säckchen. Er ist pink mit goldener Aufschrift. Ja, und jetzt kommt ein aufgestiegener Meister, den habe ich gestern, glaube ich, schon mal gezogen. Ja, genau, das sind die Würfel. Quan Yin zeigt sich hier. Und für alle die jetzt auch hier das Video schauen, ne, lass die Kontrolle zu deinem Thema los. Es wird sich schon bald auf wundersame Weise für dich lösen. Oh, schön, dann geht es ja gerade nicht. Ja, ist cool, ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Ich suche die nachher mal raus und fotografiere die mal ab und stelle die mal. Genau, und stell sie nochmal mit rein. Vielen, vielen Dank. Ich kann nur sagen, ich trage die tatsächlich manchmal sogar am Körper, ne? Weil du ja auch gesagt hast, dass die wie eine Energieübertragung Energieübertragung, zu ja. sehen sind, ne? Und wenn ich tatsächlich einen schlechten Tag habe oder wo ich merke, ich komme aus dieser Energie gerade nicht raus, dann stresse ich mich nicht, sondern ich nehme deine Werkzeuge und trage die eng am Körper. Und ja, deswegen ist es mir so eine Freude, dass ich dich heute Morgen hiermit tatsächlich zeigen darf. Und du hast noch eine kleine, beziehungsweise ich finde, richtig große Überraschung mitgebracht, nämlich für alle die Ladies, die dieses Video hier sehen und ja, deine Werkzeuge genauso faszinieren wie mich und sie bei dir bestellen möchten im Shop, hast du eine tolle Möglichkeit mitgebracht. Genau, wir haben gesagt, es dürfen alle, die hier unser Video schauen, da einen Rabattcode nutzen, und zwar Steffi. Ne, dein Name groß geschrieben und das kann man bei mir auf der Seite in die Bemerkung immer reinstellen, schreiben und dann gibt es 10% Rabatt auf die Werkzeuge. Ja, wer möchte, ja, wer das mal ausprobieren möchte und weil du ja auch immer so berichtest, auch so schön von den Werkzeugen und die eben auch nutzt. Ne? Und dann finde ich es auch ganz schön, da mal so ein Geschenk zu machen für alle, die das einfach mal ausprobieren wollen oder einfach mal gucken wollen, wie fühlt sich dann so ein Werkzeug an oder wie kann ich damit arbeiten oder auch, was zieht mich an? Weil man spürt immer genau, welches Werkzeug brauche ich jetzt gerade. Ne? Das kannst du vielleicht auch sagen, du hast ja auch schon einiges so, du weißt immer genau, was du gerade brauchst. Ne? Und das finde ich auch immer das Faszinierende. Und allein wenn man das dann in der Hand hält, dann fließen schon die Energien. Und ne, es ist wirklich dann immer wie eine Energieübertragung, immer für 30 Minuten auch energetisiert. Also immer, wenn du anfängst mit etwas zu arbeiten, egal ob das jetzt ein Kartenset ist oder auch ein Werkzeug, dann fließt die Energie für 30 Minuten
ja, zu dir und immer angepasst, was du gerade brauchst. Das ist eben das Schöne bei den Engelenergien, dass sich das immer wieder anpasst auf deine aktuelle Situation. Ja. Ich bin ganz stolz, Wiebke. Vielen, vielen Dank. Denn es ist mir auch ein Anliegen, wirklich mal im Namen vielleicht auch aller, die bei dir, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich dafür für alle sprechen darf, Danke sagen, die bei dir die Ausbildung jetzt ja in den letzten Jahren gemacht haben. Zum einen die spirituelle Coach-Ausbildung und wie du auch sagst, das Engelmedium ist ja auch noch dazu gekommen. Da war ich ja bei der Geburtsstunde dabei und genau. Miterleben dürfen, wie du gesagt hast, ja, das ist jetzt der Prozess und das steht jetzt an und ja, denn das, was du uns an Hilfen dadurch mitgibst und wie es auch unsere Arbeit erleichtert und vor allen Dingen auch zu sehen, wie wirkt das bei den, ich sage jetzt mal Kunden, ne? Das ist unglaublich, also vielen, vielen Dank dafür, denn ich glaube, dass auch wenn sich das so leicht anhört, dein Weg, ich glaube schon, dass du auch manches Mal mit Enttäuschungen zu kämpfen hast, wo vielleicht Menschen anders reagieren, als du es erhofft hast oder wo du viel gegeben hast und es vielleicht nicht so wertgeschätzt werden konnte. Und wie du das aber für dich tatsächlich verarbeitest, auflöst und dann weitergehst, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Also, bitte, bitte mach genauso weiter. Ja, ich liebe es. Und klar, wie du sagst, ne, es gibt, das meinte ich vorhin auch, ne, mit den Höhen und Tiefen und klar auch mit der Sichtbarkeit hast du auch immer Höhen und Tiefen. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die das nicht schön finden, was wir machen oder alleine überhaupt die Energiearbeit. Ne? Beim YouTube-Kanal hat man auch manchmal dann so Kommentare. Und da ist es auch so, das ist auch so ein Weg, dann da durchzugehen, ne? Wenn dann mal Kommentare da sind, die nicht schön sind und trotzdem weiterzugehen, immer weiterzumachen, eben diesen Weg zu verfolgen. Und das ist ja auch immer vom Universum so ein, ja, so eine Frage, ne? Willst du weitermachen oder willst du nicht weitermachen? Und ne, gehört alles dazu. Und jeder, der anfängt, der wird auch da durch müssen. Ne? Man kann da nicht so mäuschengrau durchlaufen und sagen, bei mir passiert das nicht, ich habe keine schlechten Kommentare. Jeder wird diesen Weg so gehen müssen und mit Höhen und Tiefen eben. Und es ist schön, auch mal die Tiefen dann, ne, zu durchleben, um dann wieder zu, ne, wieder hochzukommen. Und das ist, es gehört dazu. Es gehört wirklich dazu. Wenn du fragst, kann man es auf jeden Fall leichter annehmen. Ja, man muss, und das ist es eben, dieses Annehmen, auch diese Tiefen annehmen, wenn wir eine Phase haben, wo es eben mal nicht so läuft oder wo man eben längere Zeit mal keine Lust hat oder sich schlechter aufraffen kann. Ne? Du Liebe, darf ich dich zum Abschluss fragen, was hast du für dich in deiner Arbeit, mit deiner Arbeit, was hast du für dich für Wünsche, für Ziele jetzt im neuen Jahr? Was ist dir besonders wichtig und was hast du für dich in den Fokus gesetzt, wo du wirken möchtest? Wie wird 2023 für dich ausschauen? Also 23 ist ja wirklich diese aktive Energie, ne, habe ich ja eben schon gesagt, so dieses Mars, diese Mars-Energie. Und für mich ist ganz wichtig, so die Frauen dahin zu bekommen, wirklich ja nicht selbstständiger zu sein. Wir Frauen sind ja schon sehr, sehr verändert im Gegensatz zu vorher. Also wir machen unser Ding, wir gehen arbeiten, aber so, dass die merken, es ist noch mehr da, es ist noch mehr drin und ich bin nicht abhängig von irgendjemandem, ne, auch finanziell abhängig vom Mann zum Beispiel. Ne, gerade wenn es um Kinder geht, dann ist man immer so ein bisschen als Frau mehr in der Verantwortung, sich um die Kinder zu kümmern, was sich ja jetzt auch immer mehr verändert. Und da geht es mir wirklich darum, die Frauen noch mehr da aus der Reserve zu locken, um noch mehr hinzubekommen. Ne? Die auch Angst haben vielleicht vor einer Selbstständigkeit oder dass es sehr wohl möglich ist, ne, diesen Weg zu gehen und da noch mehr Kraft entwickeln. Und auch die Frauen, die gerade auch in emotionalen Abhängigkeiten sind, in finanziellen Abhängigkeiten sind, da raus zu locken vielleicht, ja, oder raus zu bewegen. Ja. Wow, ich bin mir sicher, es wird dir gelingen. Ich bin mir sehr sicher. Für alle die dich verfolgen möchten, die sich genauso schockverliebt haben jetzt, wie ich das damals getan habe. Ich weiß das noch ganz genau, wo ich da damals lag und wo ich ein Video von dir gesehen habe, wo ich gedacht habe, wo kommt sie denn jetzt her? Aber ich habe, denke ich, danach gefragt. Also von daher
Das Universum hat geliefert. Wenn dich jemand suchen, finden möchte, ich verlinke dich natürlich gleich. Ich verlinke deine Seite. Und ansonsten, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich... Über die Homepage, ne? Über E-Mail. Ja, oder auch bei Instagram über die Nachrichten, genau. Am besten ist immer wirklich E-Mail, da geht nichts verloren. Bei den Nachrichten ist manchmal, dann rutscht es wieder nach unten, aber E-Mail ist eigentlich immer das Beste, ja. Also wenn ihr mögt, meldet euch oder vor allen Dingen probiert tatsächlich mal eins der Werkzeuge aus und schaut, was es mit euch macht. Beschenkt euch selber. Für mich ist das ja tatsächlich eine Investition in mich, wenn ich bei dir einkaufe. Das ist tatsächlich etwas, was mir so viel mehr kreiert und was mir an anderer Stelle, auch Geld ist ja jetzt mein neues persönliches Thema, was mir an anderer Stelle auch wieder mehr Geld kreiert. Und das ist unglaublich. Also von daher, liebe Wiebke, gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich gern noch sagen? Oder habe ich was vergessen? Du hast das Schlusswort. Das Schlusswort habe ich. Dann, es ist mehr möglich. Es ist wirklich so dieses Jahr, geh einfach los, wenn du jetzt irgendwie noch Zweifel hast und mach dein Ding. Also folge wirklich so dem Herzenswunsch. Das ist wirklich das, was ich sagen kann. Und einfach machen, nicht nachdenken, machen. Ne? Einfach tun. Wow. Gibt es noch freie Plätze in deiner Ausbildung? Ja, tatsächlich nur einen. Ich will ein bisschen kleinere Runde machen diesmal und einen einzigen noch, aber mal gucken. Ja. Okay. Also wer es sieht und den Ruf spürt, schau auf die Seite bei Wiebke und nimm Kontakt auf. Liebe Wiebke, ich bin ganz beseelt und glücklich, total dankbar für deine Zeit, für dein großes Geschenk, super, was du gerne gemacht hast. Ich fühle mich sehr geehrt und ich wünsche mir, dass wir in Kontakt bleiben und dass ich dich weiterverfolgen darf, wie du tatsächlich so viel Heilung in die Welt bringst und auch so viel Freude und so viel Schönheit, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Du bist eine wunderschöne Frau. Danke, Steffi. Ich habe dich eben, kann man ja mal sagen, meine Zauberladies lieben das. Ich habe dich gefragt, woher du diese wunderschöne Brille hast, die so aussieht, als wäre sie für dich gemacht. Und wir haben festgestellt, ich habe genau die gleiche, aber an mir sieht die ganz anders aus. Also du bist eine wunderschöne Frau, was auch immer schön ist anzusehen. Also liebe Wiebke, bitte bleib gesund. Und danke dir, ja. Wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und euch anderen Lieben sage ich ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war euch ein Beitrag, bin mir fast ganz sicher. Und jetzt habt ihr sie gesehen, die Wiebke, und ich freue mich auf alles, was in diesem Jahr folgt und kommt, und habt einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, ihr seid wundervoll. Alles Liebe und einen schönen Tag für euch. Tschüss. Ciao.